Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Italien und Österreich, mit mir, Gaius Julius Caesar, und mit Gamerlians. Grüß dich. Hallo. So, wir machen hier weiter. Wir haben hier, ich sehe gerade noch 5 Festungen, die ich habe, und wir sind jetzt in der Friedenszeit. Ich glaube, ich könnte jetzt mal hier einige stilllegen. Ich überlege, ob ich auf irgendeine ganz verzichten möchte, aber eigentlich nicht. Mailand würde strategisch Sinn machen, wegzumachen, aber die Provinz ist mir einfach so wichtig, dass ich die nicht wegmachen möchte. Ich muss mal schauen, dass ich mit einem meiner Vasallen die Beziehungen verbessere, damit ich, also zumindest Ragusa möchte ich mal wieder integrieren, weil mit Böhmen komme ich irgendwie gerade nicht auf den grünen Zweig. So machen wir das mal. Ragusa möchtest du integrieren, dann hast du ja hier wirklich direkte Grenzen nur hier zum Osmanischen Reich als nächstes. Und der Walachei. Das ich überlege, ob ich Budweis und Pilsen zurückgeben soll. Budweis und Pilsen an wen? Ach so, an Böhmen, dass du sie annektieren kannst. Ja. Tja. Obwohl ein Geschenk würde ihre Beziehung um 25 erhöhen. Das würde reichen mit 95. Aber 250 ist halt schon 225. 200, das ist schon verdammt viel. Naja, 200 Gold. Ich dachte, du hast das Geld. Ich habe jetzt nur noch mehr 400. Ich habe extrem viel in Ungarn gebaut. Ach so. Nee, aber das kommt ja auch irgendwann. Das lohnt sich ja wieder, was du gebaut hast. Aber wenn ich in Polen wenn ich in Polen Kriegsbeute mache, dann kann sich das lohnen. Und ich habe noch bis nächstes Jahr Waffenstillstand. Also so lange muss der Krieg noch gehen. So, ich will bald die Inflation hier mal senken, weil 8% ist echt nicht mehr normal. Ja, und wenn ich Dubrovnik habe, dann kontrolliere ich auch die Handelsregion Ragusa. Nicht schlecht. Ich kontrolliere dann damit ja schon drei Handelsregionen. Wien, den Ärmelkanal und dann Ragusa noch. Mal schauen, was ich hier kontrolliere. Genua. Und Venedig. Ja gut, Venedig habe ich... Naja, Venedig noch nicht ganz. Die meiste Macht, aber bald habe ich es, denke ich, ganz. Und Neapel ist auch ein Handels... oder? Nee. Nee, das ist nur ein Handelszentrum, ein wichtiges, aber kein Umschlagplatz. Deswegen, das hatte der Heimatfront, glaube ich, irgendwann mal geschrieben, dass ich hier in Ägypten Fuß fassen soll, damit ich auch dort die Handelsregion kontrolliere, in Alexandria. Oh mein Gott, weil man sieht, von dort geht auch Handel nach Ragusa, deswegen wäre das für mich besser. Du sehr mächtig werden, ja. Wir können mal schauen, wie viel von der neuen Welt kommt. Oh, hier schon 4,29. Sind echt schwach. Nach Sevilla. Das ist nicht schlecht. Gut, von Nordamerika kommt fast nichts, aber von der Karibik kommt sehr viel. Ja. Das ist auch Portugal. Würde mich nicht wundern, wenn Portugal an der gleichen Inflation leidet wie Spanien ungefähr um diese Zeit. Oder um diese Zeit in 100 Jahren. Wir schauen uns mal die Mannstärke an. Da ist Frankreich mit einer grünen Provinz stark. Oh, Ungarn ist rot, mit einer sehr schlechten Rekrutenreserve. Die mache ich noch besser. Norditalien ist ganz gut. Wien ist auch gut. Wien der ist Rest top. Ist schon sehr rot auf der Welt. Aha, ich will nicht so viel bauen. Wir schauen uns mal Entwicklung an. Wien, Mailand. Ich stelle einfach mal für eine Weile den Armeeunterhalt komplett runter. Das kannst du machen. Paris hat 33, London 26. Okay. Konstantinopel. Ja, so wurde es ja hier nicht genannt. Es heißt Konstantinopel. Kann es sein, dass es hier gar kein Alexandria gibt? Doch. Iskandria heißt es hier. Oder hier. Iskandaria. Auf jeden Fall in Quahira ist 27 Entwicklung. Die ist also besser als Alexandria. Dann haben wir hier 24 in Bengal. Quahira ist Kairo. Hier. Beijing. Also Peking. 32. Ja, in Japan gibt es keine richtig gute. Oh. Japan ist ja auch noch nicht Samurai-Zeit. Obwohl, um diese Zeit ungefähr müsste das hinkommen. Ja gut, in Amerika ist so gut wie alles rot.
Schauen wir mal Gebäude auch an, was hier kann man das sehen? Auch Mexiko? Also Mexico City in dem Fall. Warte, ich schau nochmal nach. Aber die war höchstens gelb, glaube ich, oder? Mexiko 16. Das ist wahrscheinlich mit die höchste Entwicklung, die Amerika zu bieten hat. 16. Schon tragisch, oder? Ja, naja, gut. Doch, 17. Wenn er nur eingeboren. Im Inka-Reich 17. Aber die trotzdem Inka. Wenig. Ich hab auch mal irgendwann so einen Roman von Matthew Riley gelesen. Es hieß, glaube ich, Der Tempel. Und da ging das auch sehr stark um die Inka und ihre Hinterlassenschaften. Okay. Hier in Peru. Aha. Cusco. Hier sieht man sogar schon Lima, die heutige Hauptstadt. Cuscos Königsklasse. Ja. Ich schau gerade auch noch die. Es hat aber, glaube ich, auch in Cusco gespielt, dieses Buch. Das ganz. Ja. Okay. Moment mal, habe ich jetzt zwei Flotten, die in Venedig umherfahren? Ich sehe gerade den Technologiebildschirm und du führst hier. Du hast 13, 13, 13. Kein anderes Land der Welt ist so technologisch fortschrittlich wie du. Ich korrigiere dich mal. 14, 13, 13. Hast du jetzt gerade. Oh mein Gott, wie kannst du nur so weit vorne sein? Ich habe 12, 12, 13 und bin noch die zweitstärkste sogar fast. Ja, doch, eigentlich schon. Weil ich muss dazu sagen, dass ich gute Berater habe, die halt die Mächte sehr weit hochbringen. Ich habe plus 7, plus 9 und plus 6. Ich habe plus 9, plus 5. Und Bayern breitet. Plus 5, ja. Ich habe halt nur diesen. Das Problem ist bei mir, bei meinem Konsole ist immer nur ein Wert halt ziemlich gut. Also plus 4, die anderen sind immer plus 1. Du hast vielleicht mal Glück mit einem guten Herrscher. Die Briten haben 13 und die Franzosen auch. 11, 12, 13. Und die Spanier haben 11, 13, 13. Also mit den Admin-Technologien sind alle stark hinterher. Bayern ist sehr schwach. 12, 10, 11, 10. Wow. Polen 10, 10, 12. Boah, ich muss mal diesen Berater hier entlassen. Der kostet mir zu viel. Oh mein Gott. Also meine anderen Berater sind zwar gut, aber der hier kostet mir einfach zu viel. Ja. Ich habe hier gerade was gefunden technologisch bei den Osmanen. Also diplomatisch 13, militärisch 13, das heißt, damit sind sie dir vollkommen gleich. Aber jetzt pass auf, administrative Technologie bei den Osmanen 9. 9. Das ist echt unglaublich. Wie kann man so hinterherhinken? Das muss doch so billig sein mittlerweile. Auch keine Ahnung. Die Krim sind auch bei 9. Die Russen sind bei 12, 10, 11. Okay. Wow. Krass. Ich könnte eine neue Ideengruppe wählen. Schamar ist bei 889. Genau wie Oman. Interessant. Oman, ey. Ja. Institutionen. Schauen wir uns das nochmal an. Also bei der Technologie wissenschaftliche Experimente, das müsste dann ja deine nächste sein. Da kannst du dir endlich mal die Entdeckerideen holen. Kommt nicht. Ich glaube, das fehlen noch zwei Stück, bis ich die machen kann. Die wissenschaftliche Experimente ist das. Das nächste ist verbesserte Drainage. Ich bin noch bei Stufe 12, administrative Technologien. Ich muss auf Stufe 14 kommen. Okay, naja, aber bei wissenschaftliche Experimente geht das dann bei Stufe 14. Das dauert noch ewig, möchte ich dazu sagen. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Quantität, Qualität, Rekrutenreserve, die Jungen könnten, Regeneration, Zwangsdienst, die alten und schwachen Volkssturm. Die Karte hier habe ich noch nie gesehen. Handelswert. Da hat Mailand den höchsten Handelswert und Amsterdam. Oh, das ist gut. Handelsideen. Ich bin überall gleich. Also ich habe von jeder Idee eine. Aber da ich noch diese Militäridee noch nicht abgeschlossen habe, Aristokratie. Schau mir mal die Verrüstung an. Ich denke mal, das Militär hat in Österreich hier schon hohen Wert. Oh, du hast im Deutschen Reich stark gewütet mit Verwüstung. In Mailand. So, Armeetradition jährlich plus 1. Das wäre sehr, sehr gut. Das wäre sehr, sehr gut. Das wäre aber auch bei Qualität Ideen.
Kupferböden, Verschleiß der Flotte, die besten Pferde. Kampfstärke. Also, ich habe Qualitätsideen genommen. Ich überlege, ob ich die auch nehmen soll, weil mit meinem, mir ist ja Armeetradition sehr, sehr wichtig. Dann wird deine, weil ich dann nämlich bessere. Dann wird deine Armee noch mehr OP. Ja. Das ist schwierig. Defensiv, verbessertes Manöver, Manöver der Armeeanführer. Oh, Grenzdisput. Ja, ist mir egal, ob Polen mich noch mehr hasst oder nicht. Unruhen. Okay. Verschleiß, das könnte sehr gut sein. Verstärkungsrate. Überall so die Könige mit Regierungsform, die Monarchien. Und dann in Italien Ambrosianische Republik. Und Ritterorden im Livonischen Orden, Lübeck die Kaufmannsrepublik, Hamburg eine oligarchische Republik, Theokratie. Ich nehme jetzt mal die defensiven Ideen, weil ich dann auch Unterhalt der Armee minus habe, das ist super. Das ist auch nicht schlecht, das ist richtig. Rebellentypen. Okay. Bauern, Nationalisten. Oh, der Waffenstillstand mit den Osmanen ist beendet, ich sollte vorsichtig sein. Von Habsburg. Devaluie. Oh, das Haus in York herrscht in Großbritannien. Von ja, tun sie aber auch schon seit den War of Roses. Die herrschen da schon eine halbe Ewigkeit. Und es gibt keine Änderungen mehr. Was haben wir hier so diplomatische? Ich schaue mir jetzt heute mal in der Folge alle Kartenmodi an. Diplomatie. Hast ja sonst nichts zu tun. Ja, ich muss ja eben ein bisschen hier Zeit überbrücken. Die Meinungen, Ming hat eine größere Armee als ich. Das kann nicht, das darf nicht sein. Frankreich hasst uns. 97.000 Mann. Großbritannien hasst uns gar nicht mal so sehr wie Frankreich, obwohl die so Feinde sind. Venedig, Expansion minus 46, okay. Föderation. Oh. Hä? Ich habe gar nicht gewusst, dass es einen Kartenmodus Föderationen gibt, aber es gibt keine einzige Föderation. Ja, ist wohl aus Stellaris implementiert. Was ist passiert? Kriegserklärung? Ja, ich guck gerade. Ich könnte jetzt nämlich meinen Waffenstillstand mit Polen ist zu Ende. Ach so. Haben die noch Krieg mit Russland? Ja. Das ist gut. Auch wenn hier nur Stellungskrieg ist. Ich erkläre Polen den Krieg. Los geht's. Wow. Die Kriegserklärung. Gleich mal Kriegssteuer in dieser Folge. Ach ja, du hättest vielleicht deine Armee erstmal, also mehr wieder voll. Ach, keine Sorge, das hat keine Eile. Ja, nicht, dass sie plötzlich einmarschieren und dann ist deine Armee down. Ich glaube kaum, dass Polen, wenn sie mit Russland im Krieg sind, bei mir einmarschieren wird so schnell. Ja, die KI ist manchmal so dumm, dass sie Armeen zurückhalten und dann stehen die bei dir vor der Tür. Ich wollte es nur wissen. Ja, aber ich denke mal nicht, dass sie mit dieser Kriegserklärung gerechnet haben. Ich schaue mal, ob ich noch irgendwas bauen kann, um meine Rekrutenreserve zu erhöhen. Ich würde jetzt gerne ein Event haben. Plus 10.000 Rekrutenreserve oder so. Halt. Das habe ich jetzt völlig vergessen. Frag mich mal mit meinen 54.000. Ich wollte doch endlich die Inflation senken. Ja, leider nur um 2. Das ist nicht sehr viel, aber besser als nichts. So, jetzt schauen wir mal. Derzeit mache ich plus 25. Mal schauen, wie viel wir jetzt gleich machen. Wenn die Inflation runtergeht. Ja, 0,5 mehr, immerhin. Immerhin. Ich meine, wenn ich die gesamte Inflation hier senken könnte, wäre das nicht schlecht. Aber jetzt werde ich erstmal noch Umbrien zur Kernprovinz machen. So. Das ist nochmal mehr Geld dann. Sehr schön. Das gefällt mir. Ah, Polen kümmert sich um den Westen. Böhmen. Wir haben auch alle Staaten hier. Wir könnten höchstens noch die Provence machen, aber das lasse ich mal. Und wir haben noch Spionagenetzwerk. Ja, zum Ende der Folge will ich hier noch einen Anspruch fingieren. In Frankreich. La France. In Avignon. Sur le pont d'Avignon. Ein sehr schönes französisches Volkslied. Gut, und dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle im April 1568, genau gesagt am 26. April, diese Folge Europa Universalis 4. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
wenn es heißt EU4 mit Italien und Österreich, mit Gaius Julius Caesar und mit Game Alliance 24. Tschüss.